Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall, in diesem Video möchte ich euch einfach mal über meinen Tag mitnehmen, beziehungsweise über einen Sonntag, weil ich bin ja TikTokerin und eventuell sieht dann mein Tag ein bisschen anders aus als euer, weil ich mache halt sehr viel Social Media, aber trotzdem versuche ich halt Schule und Sport nebenbei zu machen, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss mich wiederholen, und zwar mache ich ja Schule und Social Media mache ich nebenbei, genau. Wenn meine Eltern hören würden, dass ich gesagt habe, ich mache Schule nebenbei, dann würden sie, glaube ich, ausrasten, weil für die ist halt Schule die erste Priorität. Und ich verstehe das auch. Meine Eltern haben nämlich ein bisschen Angst, dass ich irgendwie Schule vernachlässige wegen Social Media. Aber keine Sorge, das mache ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin heute Morgen aufgewacht. Wie gesagt, es war Sonntag. Ich bin trotzdem relativ früh aufgewacht. Ich glaube um 7 Uhr oder so, weil ich bin ein relativ Frühaufsteher. Und dann habe ich erstmal mein Bett gemacht, mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt, ganz viel Wasser getrunken. Und dann habe ich eigentlich auch schon angefangen, mich zu schminken. Das könnt ihr auch hier sehen. Ich habe jetzt nicht so viel mitgefilmt, weil ihr habt schon so oft gesehen, wie ich mich schminke. Und irgendwann ist es doch langweilig, oder? Deswegen habe ich das einfach ein bisschen abgespeedet. Das war gerade kein Wort. Ignoriere das einfach. Und ich wollte unbedingt einen neuen Eye-Look ausprobieren, also so krasses Make-up machen. Ich kann das nur leider nicht, aber meine beste Freundin Friederike macht das immer, deswegen habe ich dem Ganzen auch mal einen Versuch gegeben. Es sieht jetzt nicht super toll aus, ja, aber trotzdem, ich bin stolz auf mich. An sich sah es eigentlich ganz cool aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein paar Bilder davon auf Instagram sehen. Ich habe sonst hier auch nochmal bar eingeblendet. Warum kann ich eigentlich nie reden? Ich hatte mir an den Tag vorgenommen, Bilder für Instagram zu machen und Videos für TikTok zu drehen. Und wie gesagt, hier drehe ich auch gerade mein YouTube-Video, also versuche ich eigentlich drei Sachen auf einmal zu machen. Ja, ich weiß nicht genau, ob das funktioniert hat. Habe ich da jetzt Bilder eingeblendet oder nicht? Ich glaube, ich hoffe, es wird funktioniert. Ihr müsst wissen, ich bin absolut schlecht im Schneiden. Ich habe eigentlich absolut keine Ahnung. Ich habe mir übrigens auch eine Kamera gekauft, also eine richtige Videokamera für YouTube. Aber ich kann sie nicht benutzen, weil mein Computer einfach zu schlecht ist und ich die Dateien nicht rüberladen kann, beziehungsweise nicht schneiden kann. Mein Prozessor ist einfach zu schlecht dafür. Deswegen habe ich jetzt einfach meine ganzen Videos einem Freund von mir gegeben und der wird sie dann hoffentlich für mich schneiden. Und hier seht ihr auch schon das Ergebnis von meinem Eye-Make-up. Wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man, wie sehr ich eigentlich verkackt habe. Aber das ignorieren wir einfach mal. Dann habe ich auch schon versucht, mir etwas rauszusuchen, was ich anziehen könnte. Ich habe sehr viele verschiedene Tops, fragt mich nicht warum. Ich liebe Tops einfach, vor allem die so ein bisschen ausgefallener sind. Da habe ich gerade versucht, eins rauszusuchen. Zuerst habe ich überlegt, das da anzuziehen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu kurz und knapp. Deswegen habe ich mich dann für ein schwarzes entschieden. Ich habe dann doch ein anderes angezogen und nicht das mit dem Ring. Hier seht ihr mich auch. Und jetzt seht ihr, wie ich die ganze Zeit versuche, Bilder zu machen. Ja, das sieht wirklich sehr cringe und komisch aus. Und ihr könnt euch geehrt fühlen, dass ich das hier auf YouTube zeige, ja. Weil ich versuche einfach mehr real zu sein und natürlich sieht super komisch aus, wenn man mit einem Selbstauslöser Bilder macht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, 90% der Influencer bzw. Instagramerinnen machen das, ja? Die zeigen das nur nicht. Und ich wollte euch einfach zeigen, wie unfassbar bescheuert das aussieht, wenn man diese ganzen Bilder macht. Hier habe ich auch versucht, die Kulisse zu ändern. Ich habe auch einfach einen Ring, bzw. kein Ringlicht benutzt. Ich habe sogar zwei verschiedene Ringlichter. Für die Leute, die nicht genau wissen, was Ringlichter sind, das sind halt diese Lichter, die aussehen wie ein Ring und mit denen kann man halt sehr gute Bilder machen. Aber ich persönlich finde sie nicht so schön, deswegen benutze ich einfach immer ganz normal mein Leselicht. Ich drehe das dann halt einfach so um, dass ich mich beleuchte. Genau, hier habe ich dann nochmal versucht, mich zu zeigen. Warum? Absolut keine Ahnung. Ihr müsst wissen, ich habe das Video schon ein bisschen länger nicht geschnitten, beziehungsweise vor längerer Zeit geschnitten und ich mache jetzt erst das Voiceover drauf. Hier habe ich dann nochmal versucht, Bilder zu machen. Wenn ihr mein Handy gerade nicht genau seht, das ist rechts oben in der Ecke, da wo meine Make-up-Sachen sind. Ich habe nicht mal ein richtiges Stativ dafür, ist mir egal. Also ich habe nur ein großes Stativ, aber kein kleines, was mich manchmal ein bisschen aufregt. Ich muss mir ein neues besorgen. Und da habe ich dann versucht, ein bisschen Öl in meine Haare reinzumachen, damit sie halt ein bisschen, keine Ahnung, shinier aussehen. Das war wieder kein deutsches Wort. Leute, ich sollte einfach lassen, diese Voice-Overs immer zu machen. Ich krieg's sowieso nicht hin. Ja, das sieht auch super bescheuert aus, aber da habe ich auch versucht, so Close-Up-Videos bzw. Bilder zu machen von meinen Augen. Ja, hier sieht man nochmal, dass ich ein bisschen verkackt habe. Aber ich finde das nicht schlimm. Sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Wenn ich versuche, von Anfang an Make-up perfekt zu machen, es wird nicht funktionieren. Dann muss ich nie anfangen. Ich werde jetzt einfach anfangen und immer ein bisschen machen. Und natürlich sieht das nicht perfekt aus. Und ich finde es auch absolut nicht schlimm, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ich würde mich sogar freuen, wenn ihr mir Verbesserungstipps gibt, damit ich mich halt verbessern kann. Und hier habe ich versucht, einen TikTok zu drehen. Das sieht noch bescheuerter aus. Ich sag euch, Leute, hinter den Kulissen TikToks drehen sieht nochmal viel, viel schlimmer aus. Vor allem, wie man wahrscheinlich auch gesehen hat, ich habe einfach unten noch eine ganz normale Schlafhose angehabt und nur oben habe ich meinen Top umgezogen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann ungefähr 9 Uhr morgens und ich habe mich dann dazu entschlossen, Frühstück zu machen, weil ich so hungrig war. Übrigens, meine ganze Familie schläft einfach noch, weil die alle Langschläfer sind, beziehungsweise am Wochenende halt einfach ausschlafen können, wollen. Kann ich auch komplett verstehen, habe ich früher auch gemacht, aber seitdem ich halt so viel am Tag zu tun habe, habe ich gemerkt, dass es auch einfach praktischer ist, wenn ich am Wochenende früh ins Bett gehe und dann morgens schon produktiv bin.
Ja, ich esse zurzeit sehr gerne Joghurt mit halt Bananen drin, aber auch Quark und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt Quark reingetan habe. Ich versuche halt Quark zu mir zu nehmen. Ich kann nicht reden. Damit ich mehr Protein zu mir nehme, weil ich zurzeit ins Gym gehe und ich will Muskeln aufbauen. Wenn man aber nur einfach Joghurt mit irgendwie ein bisschen Banane isst, ist es ein bisschen langweilig. Deswegen mache ich auch immer dieses Crunch-Müsli drauf und dann schmeckt das richtig gut. Ja, ihr solltet es auch mal unbedingt ausprobieren. Soweit ich weiß, ist es auch relativ gesund. Also es gibt bestimmt gesündere Sachen, aber das ist mir egal. Ich habe mir übrigens wieder meinen Schlafpullover drüber gezogen, weil mir einfach absolut kalt war. Und dann habe ich angefangen, meine To-Do-Liste für den Tag zu schreiben. Ich persönlich mache es auch immer so, dass ich mir halt aufschreibe, wie viele TikTok-Follower ich neu habe. Ich mache das Ganze nicht, weil ich halt komplett nur auf die Followerzahl achte, sondern ich mache das einfach ein bisschen für mich selbst, um dankbar zu sein, um selber nachvollziehen zu können, was für eine Reichweite ich habe und was für eine Verantwortung ich damit trage. Und sonst habe ich halt noch ganz viele andere Punkte, die ich aufschreibe. Und da habe ich versucht, meine Haare zu machen. Oder auch nicht. Ach so, ja, da habe ich mich abgeschminkt. Fragt mich nicht warum. Ich bin nicht mal mit diesem Make-up rausgegangen. Ich wollte auch nicht mit diesem Make-up ausgehen. Weil wenn man ganz genau reingeschaut hat, dann sah das halt einfach super komisch aus. Deswegen habe ich es dann abgeschminkt. Übrigens, ein ganz guter Tipp von mir. Wenn ihr Make-up habt, welches ganz schlecht runtergeht, dann empfehle ich euch, einfach Öl zu verwenden und dann ein normales Waschgel. Und ich verspreche euch, euer ganzes Make-up wird runter sein. Und wenn ihr ein günstiges Öl haben wollt, dann benutzt einfach Babyöl. Direkt danach muss ich auch mein Zimmer aufräumen, weil durch das ganze Drehen und so ist mein Zimmer ein bisschen unordentlich geworden. Ich habe dafür einfach so eine Schublade. Da schmeiße ich, um ehrlich zu sein, immer einfach alles rein. Dann sieht es zwar so aus, als wäre es ordentlich, obwohl ich nicht aufgeräumt habe. Es ist einfach nur in dieser Schublade drin. Und da bleibt es einfach auch. Natürlich musste ich dann auch ein bisschen meinen Schreibtisch aufräumen, damit ich halt lernen kann. Ich gehe ja in die Schule, das heißt, ich musste ziemlich viel Physik lernen, weil ich nächste Woche eine Physikarbeit habe, aber auch, glaube ich, eine Präsentation. Für die habe ich nicht mal angefangen, ne? Müsste ich auch noch machen. Genau, da habe ich dann versucht, meine Haircare-Routine zu machen. Das habe ich tatsächlich auf TikTok gesehen, dass die Leute sich richtig viel Mühe für ihre Haarprodukte geben, beziehungsweise Kopfhaut. Und deswegen wollte ich das auch mal ausprobieren. Ich mache das, um ehrlich zu sein, nur just for fun, weil ich bin der Meinung, es bringt nicht wirklich viel. Und zwar macht man halt einfach so ein paar Serien, keine Ahnung, in die Haare und dann benutzt man so, warum kann ich nicht reden? Es tut mir so leid, Leute. Aber ich bin halt auch einfach zu faul, dieses Voiceover neu zu machen, ne? Genau, also wie gesagt, ich habe dann so ein Massageding, damit versuche ich mir meine Kopfhaut zu massieren und ich habe gelesen, dass dann irgendwie die Haare schneller wachsen sollen. Kann aber auch sein, dass es nicht stimmt, weil viele Leute sagen ja auch, man kann den Haarwachstum nicht beeinflussen. Ist mir aber auch egal, dann tut es wenigstens gut und ich mache das einfach manchmal so als Pause zwischendurch, wenn ich Stress habe, bauen will oder so. Genau. Dann habe ich meine Haare durchgekämmt. Das ist auch so ein bisschen massierartig, weil ich halt damit über meine Kopfhaut gehe. Ich mag einfach generell, wenn meine Kopfhaut massiert wird. Am Rücken hasse ich es, massiert zu werden, aber bei der Kopfhaut mag ich es richtig gern. Und habt ihr gerade diesen Scrunchie gesehen? Das ist einfach ein Weihnachts-Scrunchie. Ich habe den letztes Jahr gekauft und es war eigentlich so unnötig rausgeschmissenes Geld. Aber trotzdem, ich finde ihn so toll, deswegen trage ich ihn jetzt dieses Jahr wieder. Ich trage ihn um Elsen aber auch im Sommer. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich es auch im Sommer trage. Ich habe zwischendurch auch sehr viel gelernt, das habe ich jetzt noch nicht mitgefilmt, weil es absolut uninteressant ist. Und dann habe ich mich umgezogen, damit ich ins Gym gehen kann, das war mein Gymfit. Genau. Und da musste ich dann wieder meine Haare machen. Also wie gesagt, Leute, dazwischen war ein bisschen Zeit, ne? Es ist nicht so, dass ich meine Haare gemacht habe, mich umgezogen habe und dann wieder meine Haare gemacht habe. Ich glaube, ich habe dazwischen irgendwie 2-3 Stunden gelernt oder so. Ich habe mir dann erstmal einen Zopf fürs Gym gemacht. Genau, also dafür benutze ich logischerweise nicht diesen fetten Scrunchie, weil damit halten meine Haare auch nicht richtig. Und dann habe ich noch Vaseline auf meine Lippen gemacht, weil die sind zurzeit so trocken, weil draußen ist richtig kalt. Ich glaube, wir haben mittlerweile minus 8 Grad draußen und deswegen sind meine Lippen einfach immer trocken. Bevor ich ins Gym gegangen bin, habe ich auch nochmal Mundspülung verwendet. Das ist einfach ein komischer Tick von mir. Ich weiß nicht, jedes Mal, bevor ich rausgehe, muss ich Mundspülung verwenden. Oder nachdem ich Kaffee getrunken habe, weil ich hasse diesen Nachgeschmack im Mund. Ich habe dann auch noch einen Pullover drüber angezogen, weil wie gesagt, es ist super kalt draußen. Und dann war ich auch schon im Gym. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile alleine Auto fahren kann, weil dadurch kann ich selbst ins Gym fahren und muss nicht immer auf meine Eltern warten, bis sie mich hinbringen. Genau, das war gerade in der Umkleide. Da war ich zum Glück alleine, weil sonst hätte ich das nicht filmen können. Ey, und ich sag euch, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass jemand reinkommt. Weil es wäre so peinlich gewesen, wenn die Person so entlangläuft und dann sieht, dass ich einfach filme. Es wäre so komisch gewesen. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich halt meine ganzen Sachen ausgepackt. Ins Gym nehme ich immer ein Handtuch mit, meine Trinkflasche und natürlich Schuhe. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich mich ja, wie gesagt, schon umgezogen habe und meine ganzen Sachen unter meinem Pullover einfach anhabe.
Ich habe sogar ein bisschen mitgefilmt, was ich alles gemacht habe. Ich habe heute ein paar gemischte Übungen gemacht, weil so viele Geräte einfach besetzt waren. Oh, und Leute, bitte judged mich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung von Haltungen. Ich gehe noch nicht so krass lang ins Gym. Also eigentlich bin ich seit einem Jahr angemeldet, aber ich gehe erst wirklich regelmäßig seit 2 Monaten wieder. Ich habe mittlerweile auch einfach mein Gewicht wieder verdoppelt, ne? Ich habe dieses Video vor einer Woche gedreht und mittlerweile mache ich, glaube ich, auf jede Seite 50 drauf oder so bei diesem Hip Thrust. Und meine Haltung sieht auch nicht mehr so komisch aus. Ich weiß, dass der Rücken nicht so krass nach oben darf. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, normalerweise splitte ich immer Beine oder Oberkörpertraining, aber an dem Tag habe ich auch ein bisschen Oberkörper trainiert, weil ich halt danach wusste, dass ich erstmal 2-3 Tage wieder nicht ins Gym kann und deswegen musste ich das Ganze halt nicht splitten. Ich musste nämlich sehr viel für Arbeiten lernen, deswegen musste ich Gym ausfallen lassen. Und dieser Mann, der hockt einfach in der Ecke und der muss sich auch gedacht haben, warum zum Teufel muss dieses Mädchen jetzt das filmen? Ich weiß es doch selbst nicht, Leute, ja? Nach ungefähr 2 Stunden war ich dann auch fertig. Normalerweise gehe ich immer mit meinen Freunden, aber die hatten heute irgendwie alle keine Zeit, weil wie gesagt, wir haben viel für die Schule zu tun. Deswegen habe ich dann meinen Pullover angezogen und meine Jacke. Meine Sätze machen gerade einfach irgendwie gar keinen Sinn, habe ich gerade gemerkt. Es tut mir leid. Als ich wieder zu Hause angekommen bin, musste ich leider weiter lernen, weil ich noch nicht fertig war. Deswegen habe ich meine Sachen wieder aus dem Ranzen rausgeholt. Und dann habe ich bin mir nicht mehr sicher, was ich gelernt habe, aber ich glaube, es war Physik. Oder ich habe für die Präsentation weitergemacht, weil ich habe eine Präsentation in Ethik gehabt. Ich finde, das sieht auch immer super lustig aus, wenn ich diesen Speed-Filter bzw. das Ganze schneller laufen lasse. Weil es sieht einfach so aus, als würde ich ganz schnell lernen. Ich weiß nicht, ich finde das super lustig. Ihr wahrscheinlich nicht, ist aber auch in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber gerade so kurz vor Weihnachten sind immer alle Arbeiten und es ist die stressigste Zeit im ganzen Jahr. Deswegen musste ich halt sehr viel lernen, vor allem auch, weil ich bald mein Abi schreibe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich heute meinen Adventskalender noch gar nicht aufgemacht habe und ich habe mich richtig gefreut. Dann habe ich die Nummer aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass da einfach irgendwas drin ist, was ich absolut nicht mag. Das hat mich richtig aufgeregt. Dann habe ich überlegt, einfach von einem anderen Tag was rauszuklauen. Aber das waren alles trotzdem wieder Sachen, die ich nicht mochte, ne? Ich habe irgendwie 4, 5 Sachen einfach übersprungen, weil ich die Sachen nicht mochte. Weil ihr müsst wissen, ich hasse Nuss mit Schokolade. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und mein Fenster ist einfach zugeschneit. Das hat mich aber glücklich gemacht. Am Abend habe ich dann noch mit meiner Familie zusammen Plätzchen gebacken. Ich glaube, die heißen Vanillekipfer oder so. Die mag ich tatsächlich nicht. Es tut mir leid. Aber trotzdem, es war sehr lustig, sie zu backen. Und wir haben einen Weihnachtsbaum uns geholt. Also meine Eltern, weil ich hatte keine Zeit dafür. Wir werden ihn auch noch schmücken. Dazu sind wir nur leider noch nicht gekommen. Und meine arme Mutter... Leute, es tut mir leid, ich kann wirklich nicht reden. Meine Mutter hat dann Essen gemacht. Dieses Essen heißt Reisdreieckchen, auf Deutsch zumindest, glaube ich. Auf Koreanisch heißt das Ganze Sangakimbap. Und das Ganze funktioniert so, dass man halt so eine Schicht... Wie nennt man dieses schwarze Blatt? Ich weiß es nicht. Auf Koreanisch heißt es auf jeden Fall Kim. Dann macht man eine Schicht Reis drauf, dann macht man eine Schicht Thunfisch drauf und darüber macht man dann wieder eine Schicht Reis drauf. Statt dem Thunfisch kann man auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Avocado oder keine Ahnung. Kann man sich aber denken, denke ich. Also ihr könnt da einfach die Sachen reintun, die man auch in Sushi reintut. Und am Ende, man hat ja diese Form, man presst das einfach alles so zusammen und dann zieht man es raus. Und dann hat man so ein schönes Dreieck. Dann kann man einfach diese Folie drum machen. Also in der Folie drin ist halt dieses schwarze Blatt. Ich glaube, das heißt irgendwie Seetang. Ich weiß es wirklich nicht, es tut mir leid. Genau. Und wenn man das dann essen möchte, dann kann man einfach dieses außen herum abziehen, damit halt dieses Seetang nicht aufgeweicht wird von dem Reis und deswegen macht man das so. Wir haben auch so coole Sticker, die man einfach so da drauf kleben kann. Ich finde, das sieht einfach so süß aus. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich ein Video dazu machen soll, was ich am Tag eigentlich so esse. Ich zeige es öfters in meiner Insta-Story, das heißt, falls es euch interessiert, dann folgt mir gerne auf Insta oder auf TikTok. Oder macht beides nicht, ist mir egal, um ehrlich zu sein. Also nein, es ist mir nicht egal, aber ich habe euch trotzdem lieb, auch wenn ihr es nicht macht. Mann, warum rede ich immer so viel? Es war gerade wieder so unnötig. Macht einfach, was ihr wollt, wollte ich euch damit einfach nur sagen. Dazu gab es dann auch noch Suppe, Reis und ganz viel Gemüse. Und ich versuche zurzeit sehr viel zu essen, weil ich ja, wie gesagt, Muskeln aufbauen möchte. Und dann hat mein Vater mir gesagt, dass ich Post bekommen habe. Und ich habe mich so gefreut, weil jedes Mal, wenn ich Sachen bestelle, freue ich mich einfach. Weil es ist einfach so, als würdest du Geschenke bekommen. Also ich weiß zwar, was drin ist, aber trotzdem ist ja etwas, was ich bestellt habe. Das heißt, es ist etwas, was ich haben möchte. Ja, da habe ich wieder Kaffee getrunken. Nehmt euch kein Vorbild an mir, weil es war viel zu spät. Ich sollte eigentlich keinen Kaffee mehr trinken. Ich habe mir auf jeden Fall eine Mascara geholt. Die kann man eigentlich auch auf dem DM kaufen. Aber ich hatte keine Zeit zum DM zu gehen, deswegen habe ich sie einfach auf Amazon bestellt und ich habe mir Stifte geholt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Dani, warum zum Teufel kaufst du Stifte?
Ich lege einfach sehr viel Wert darauf, dass meine Stifte gut sind, damit ich besser lernen kann und es mich sozusagen motiviert, auch zu lernen. Aber meistens schreibe ich sowieso auf dem iPad, also es ist eigentlich unnötig, aber trotzdem. Manchmal hat man ja auch so Sachen, die man lieber auf Blatt schreibt. Genau, also wenn es super wichtige Sachen sind, dann schreibe ich auch mal auf Blätter. Da habe ich mich gerade über die Mine aufgeregt, weil ich weiß nicht, dieser Stift hat mir einfach absolut nicht gefallen. Und ich habe davon 16 Stück gekauft. Warum bin ich so dumm? Dann habe ich noch kurz den Highlighter-Test gemacht, weil es gibt ja so Stifte, wenn du den Highlighter drüber machst, dann verschmiert der einfach. Aber der war zum Glück nicht so. Direkt danach bin ich eigentlich schon ins Bett gegangen, weil ich so todmüde war. Ich hoffe, mein YouTube-Video hat euch gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und vergesst mir nicht, den Daumen nach oben zu geben, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir den Daumen nach oben. Das macht gefühlt niemand. Woran liegt das?